Hallo, lieber Stier. Herzlich willkommen zu deinem Ausblick in den Monat Juni. Schön, dass du da bist. Das Orakel ist für dich, wenn du im Sternzeichen Stier geboren wurdest oder deinen Aszendenten dort hast oder dein Mondzeichen. Ansonsten alle weiteren Infos zu diesem Orakel findest du wie immer unter dem Video in der Infobox von mir aufgeschrieben, unter anderem welche Karten ich verwende. Über was darf ich sprechen für den Stier für Juni? Wie sehen die Tendenzen aus? Für den Stier. Wunder, ein Monat der Wunder. Situationen und Wendungen, mit denen du nicht gerechnet hast, höre ich gerade. Wunder. Toll. Und dieses Wunder ermöglicht dir und bewirkt Heilung. Das Wunder hat mit Heilung zu tun. Armut und Wohnzimmer sind für mich Themen, die mit deiner Wohnsituation zu tun haben. Okay, also hier gibt es einen Mangel in Bezug auf entweder deine Wohnsituation oder Themen, die deine Privatsphäre betreffen. Okay, die Armut ist ein Mangel. Der Mangel hat mit deiner Wohnsituation zu tun, mit deiner Privatsphäre, mit deiner Intimsphäre. Ja, das kann im physischen Bereich sein, aber es kann auch sein, ja, deine Privatsphäre ist ja auch, welche Informationen gibst du weiter? Was möchtest du, dass die Leute wissen, sozusagen? Dass jemand einfach seine Nase in Angelegenheiten reinsteckt in deinem Leben, ne, die den Menschen nichts angehen, sozusagen. Also hier steckt jemand seine Nase in dein Privatleben rein, in deine Privatsphäre rein. Das ist so ein Mangel. Ja, das Wohnzimmer steht immer für deine privateste, für deinen privatesten Bereich. Und mit Armut ist das eben ein Mangelthema, was Privatsphäre anbelangt oder was deine Wohnsituation anbelangt. Ich habe gerade den Impuls bekommen. Das ist wie, als würde jemand hier von außen an eurem Fenster stehen und reingucken. Und dieses Image habe ich gerade bekommen von der geistigen Welt, als würde draußen jemand am Fenster hier stehen und reingucken. Und das ist die Bestätigung hier. Quasi, diese Frau sitzt innen, ja, aber ich wurde gerade auf diese Karte noch verwiesen. Das ist die Bestätigung. Ne? Bildlich gesehen oder wirklich tatsächlich, dass jemand ja einfach in euer Leben reinschnüffelt, über Grenzen hinweggeht, eure Grenzen nicht respektiert und gewahrt werden. Oder dass jemand zu neugierig ist. Hier gibt es definitiv eine Veränderung, eine signifikante im Juni. Der Tod und die Wiedergeburt. Skorpionenergie. Vielleicht hast du auch den Skorpion an einer besonderen Stelle oder einer wichtigen Stelle in deinem Geburtshoroskop. Vielleicht sogar Aszendent oder Mondzeichen oder sowas.
die Welt. Es wird ein Ende geben, eine Veränderung. Das ist die Situation, das ist das, was dich plagt. Das ist wie, als bist du das, derjenige, der schreit, um gehört zu werden. Vielleicht hast du doch das Gefühl, du wirst nicht gehört. Du wirst nicht ernst genommen. Da ist definitiv sehr viel Kummer. Und diese Situation geht dir echt an die Substanz. Das ist das, was ich hier sehe. Klar, deswegen kam auch Heilung an der Unterseite. Vielleicht findest du Gehör im Juni, dadurch, dass wir hier mehrere Menschen haben oder mehr Jungfrauen. Eine Gruppe, die zusammenhält, sie hält sich an den Händen hier. Möglich, dass du Gehör findest im Juni, ja, für eine schwierige Situation, 4 Münzen. Das ist wie, sie hält hier ihr Hab und Gut zusammen. Ja, ihre wichtigsten Sachen, ihre wichtigsten Güter. Das kann materiell, finanziell sein, aber eben auch ihre eigenen Werte. Sie hält sie ganz nah an ihrer Brust. Sie möchte das beschützen. Sie möchte nicht, dass ihr das weggenommen wird. Das ist ihr privatester Kram. Genauso wie die eigenen Werte, die eigene Lebensweise und so weiter und so fort. Das geht ja andere Menschen gar nichts an. Ja, ich nehme das nicht so wahr, dass du durch die Welt läufst und anderen Menschen schadest. Du bist sehr skeptisch geworden und sehr zurückhaltend. Das ist das, was ich hier wahrnehme. Misstrauisch. Du bist sehr darauf bedacht, deine 4 Münzen hier zusammenzuhalten. König der Kelche. Ja, man ist halt immer wieder dabei, sich innerlich auszugleichen, zu sich zurückzufinden, egal was im Außen passiert. Ja, man weiß ganz genau, das höchste Gut ist die Gesundheit und du weißt ganz genau, dass es dir nicht an die Gesundheit gehen darf. Ja, also du bist sehr beschäftigt mit deiner eigenen Heilung, zu dir zu finden, dich emotional zu stabilisieren, auszugleichen sozusagen. Ne? Dich immer wieder auch auf die richtigen Werte zu fokussieren. Ja, wenn du merkst, dass du wütend wirst oder sowas oder Groll hegst, dass du eben das bemerkst, dass dir das bewusst wird und dass du dich immer wieder ausgleichst, weil man mit Groll und Wut hier an der Stelle nicht weiterkommt. Ja, du merkst einfach nur, das Einzige, was dir der Groll und die Wut bewirkt, ist, dass es giftig für dich selber ist. Ja. Und das heißt nicht, dass du die Wut einfach runterschluckst oder dass man sich etwas wegredet, sondern es gibt ja auch konstruktive Sachen, wie man Wut bewältigen kann, ja, wie man sie konstruktiv irgendwie einsetzen kann. Weiß ich nicht. Vielleicht hast du dir einen Boxsack aufgehangen und boxst gegen den Boxsack und tust gleichzeitig etwas für deine Muskeln, für deine Gesundheit oder so. Oder du lässt es in deiner Kreativität raus oder du gehst raus joggen oder was auch immer. Es gibt ja unzählige Sachen, ja. Ja, du hast einfach für dich festgestellt, etwas ist giftig, etwas ist toxisch für dich. Und das hat mit dieser Situation hier zu tun. Und da ist das Wunder. Du darfst mit unerwarteten positiven Wendungen rechnen im Juni. Ja, der Stern sagt auch immer, ein Wunsch geht in Erfüllung. Es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Das haben wir auch hier. Wie wenn diese... mir fällt jetzt das Wort nicht ein, was das ist, diese Klamotten hier. Das, was man über dem Kopf hat, das ist das Licht, wie wenn das der Tunnel wäre, diese Kleidung hier. Mensch, mir fällt das Wort nicht ein. Und das ist sehr ähnlich hier. Okay. Also definitiv eine Veränderung zum Positiven sehe ich hier. Und das ist, der Stern gibt Anlass zur Hoffnung. Das ist eine wundervolle, heilsame Energie. Der Stern steht auch für Heilung. Das ist das Wunder. Die Königin der Münzen, das bist du. Ja, eine bodenständige Person, verantwortungsbewusst, pflichtbewusst. Trotz allem lebt sie in ihrer inneren Fülle. Sie lässt sich nicht unterkriegen, sie managt alles.
Sie kümmert sich gut um sich selber. Ja, das, sie sieht sehr, ja, gesund aus, ja, dass sie sich eben, wie gesagt, um sich selber kümmert hier. Und außerdem die Königin der Münzen, das ist Stierenergie. Eine Stierenergie schlechthin. Egal, ob du ein Mann bist oder eine Frau. Ne? Du lässt dich nicht unterkriegen. Du bleibst ganz bei dir. Das ist das, was ich hier wahrnehme. Du gibst dir nicht die Blöße. Du sprichst nicht unüberlegt. Du handelst nicht unüberlegt. Wie gesagt, du bist sehr geerdet hier. Und das ist dein Umfeld. Das, die Unruhe. Das Chaos, in dem du dich befindest, die Unruhe, in dem du dich befindest, ja, vielleicht herrschen auch Kriege und Auseinandersetzungen um dich rum oder Meinungsverschiedenheiten oder dir wird nicht geglaubt, du wirst nicht ernst genommen oder so. Das ist ein unruhiges, chaotisches Umfeld. Und du wünschst dir Ruhe, du wünschst dir Privatsphäre. Und es ist halt so, das Umfeld ist so unruhig, die Menschen sind so am Wuseln und am Machen und am Leben und beachten dich gar nicht. Also es ist diese Energie von, klar, wenn diese ganzen Menschen hier so unterwegs sind, sie hören dich nicht. Sie wollen dich nicht hören, sie wollen dich nicht verstehen. Die fragen sich, ja, was hast du denn? Hab dich nicht so. Und es ist wie, du schreist, aber keiner hört dich. Und du ziehst dich zurück und keiner merkt es, weil es keinen interessiert. Fünf Schwerter, das ist Konflikt, das ist Kopfschmerzen, Migräne. Also die Situation ruft definitiv zur Veränderung. Wenn es eine Wohnsituation ist, weiß ich nicht, ob du über einen Umzug nachdenken möchtest oder wenn du in Miete lebst, vielleicht das beim Vermieter oder Vermieterin irgendwie ansprechen möchtest. Jedenfalls ruft diese Situation nach Veränderung. Wirklich, wenn es ewig so weitergeht, ich meine, es verursacht in dir Kummer, ne? Das musst du selber für dich entscheiden. Die drei Kelche hier, das sind die Leute, das ist das Miteinander. Dein Umfeld, Menschen um dich rum, die Menschen, mit denen du es zu tun hast. Und die nicht sehen, was vor sich geht. Die sich in einer Illusion befinden. Das ist Verwirrung pur, das ist Vernebelung, Verwirrung, Vertuschung, Täuschung ist das. Man kann sich auch selber täuschen, ja. Also die Menschen um dich rum, sie können sich auch selber täuschen. Sie können auch selber freiwillig in der Illusion leben oder sich was einreden. Wir schauen mal. Ich hätte gern gleich eine Karte für die fünf Stäbe. Abstauben. Hier wird etwas abgestaubt. Eine Pflanze wird abgestaubt. Same shit, different day. Diese Karte hatten die Löwen auch. Immer wieder das Gleiche, immer wieder der gleiche Mist. Jeden Tag immer wieder der gleiche Mist. Ich sag ja, das ist etwas, was ein immer fortwährender Kampf, ein immer fortwährender Konflikt, immer fortwährende dauerhafte Unruhen hier. Und alles, was dauerhaft ist, geht über kurz oder lang an die Gesundheit, ja, wird toxisch. Ja, du versuchst so gut wie möglich unbeeindruckt zu bleiben, aber ja, dich nicht reinziehen lassen in die Dramen im Außen, kein Drama in dir entfachen. Ich hätte gerne
Eine Karte für die fünf Schwerter. Hier haben wir ein Schachbrett. Was ich wahrnehme, ist, dass hier jemand sehr taktisch unterwegs ist. Jemand kämpft hier oder schadet dir oder mobbt dich, aber irgendwie nicht offensichtlich. Okay, dass das Ganze bedacht vonstatten geht auch. So nehme ich das wahr. Es kann sein, dass hier jemand sehr hinterhältig ist. Und wenn du die Sache dann ansprichst bei irgendwelchen Leuten, dann kann es sein, dass du keine Beweise hast oder sowas. Und dass man dir einfach nicht glaubt, dass man dich nicht hört. Ja, hier ist etwas Bedrohendes. Die Bedrohung haben wir hier. Jemand bedroht deine Privatsphäre. Hier haben wir jemanden, der hart arbeitet. Jemand, der fokussiert ist auf Geld. Möglicherweise fokussierst du dich stark auf deine Arbeit. Es kann auch sein, dass du irgendwie, dass sich deine finanzielle Situation ändert und dir das ermöglicht, umzuziehen oder sowas. Vielleicht findest du einen Job oder du wirst befördert oder sowas und kannst dir eine andere Wohnung leisten oder ein anderes Haus oder irgendwie so. irgendwie so, ja. Das ist ein allgemeines Orakel. Der schlechte Ruf. Was auch möglich ist, ist, während du arbeitest, hat jemand hier die Augen in deiner Wohnung, in deinem Privatleben. Während du abgelenkt bist, während du fokussiert bist hier. Hier hat es jemand ausgenutzt, wenn dein Fokus woanders ist, damit man sich unbemerkt hier quasi ans Fenster stellen kann, um reinzuglotzen hier. Und der schlechte Ruf, möglicherweise hast du es auch mit Menschen zu tun, die irgendwie deinen Ruf schädigen wollen oder so. Die dich als verwirrt hinstellen, wenn du irgendwas ansprichst, weil du ja keine Beweise hast. Ich nehme das so wahr, dass du hier etwas mächtig auf den Grund gehst. Okay, dass du hier dich nicht mehr ablenken lässt, dass du jetzt nun wirklich fokussiert bist und gewisse Schritte gehst oder einleitest sozusagen. Weil es ist auch wie mit diesem Dust It Off. Dieser Mensch tut ja von einer Pflanze den Staub abwischen. Aber was ich hier wahrnehme, ist, dass jemand hier seine Fingerabdrücke verwischt, wie seine Beweise verwischt. Sorry. Die Energie ist ziemlich groß und vielfältig. Ich versuche irgendwie alles weiterzugeben, was ich wahrnehme. Zieh dir raus, was auf dich stimmt. Dieses Bild bekomme ich rein. Jemand verwischt Beweise. Fingerabdrücke. Jemand verwischt Spuren. Das ist das, was ich hier mit reinbekomme. Also jemand ist sehr taktisch unterwegs. Bedacht. Und wehe, du sagst was, dann zweifelt man an deiner Wahrnehmung sozusagen. Als wäre was mit dir nicht in Ordnung. Aber das sehe ich hier, dass es das ist. Also wenn du schon selber an dir zweifelst, das brauchst du nicht, lieber Stier. Das brauchst du nicht. Das sehe ich hier, du bist nicht verwirrt. Okay. Hör auf dein Herz, hör auf deine Intuition. Ja, das ist der beste Wegweiser hier. Okay, ist wieder rein. Siehst du schon wieder das Thema mit dem Geld? Geld geben. Hat es jemand auf dein Geld abgesehen? Wo zahlst du zu viel Geld?
Der steht immer nur auf der Matte, wenn er Geld möchte. Werte, Geld und Werte, Vermögenswerte, materielle Werte. Hier haben wir auch noch mal Geld, den Jackpot. Geld gewinnen, Geld, Geld, Geld. Erbe, Erbschaftsthemen. Vielleicht hast du es mit jemandem zu tun. Jemand ist hier involviert. Dieser Mensch, der die Spuren verwischen will. Jemand, der es auf ein Erbe abgesehen hat oder jemand, der involviert ist bei dir im Thema, mit dem Thema Erbe, Erbschaft, Geld geben. Es kann sein, dass du vielleicht auch eine Erbschaft bekommst oder Geld erbst im Juni und dass dir das die Möglichkeit gibt, entweder umzuziehen oder zumindest einen Anwalt einzuschalten oder einen Detektiv oder irgendwie sowas. Ich weiß, es ist sehr speziell. Aber hier läuft etwas nicht mit rechten Dingen in Bezug auf deine Privatsphäre, in Bezug auf neugierige Menschen. Und es ist definitiv ein Thema, das du kennst. Wenn du ein Stier bist und sagst, nein, du hast damit überhaupt nichts zu tun, dann ist es nicht dein Orakel. Ja, weil hier haben wir den Hinweis darauf, dass du weißt, dass es schon länger so geht, ja. Okay, welches abschließende Wort darf ich noch den Stieren hier weitergeben als Rat für Juni? Den Tipp, den ich dir auch geben kann hier aus den Karten, ist: Menschen sind heilsam, die Gruppe ist heilsam, finde Unterstützung. Ja, wenn du an der einen Stelle nicht gehört wirst, dann spreche an der anderen Stelle. Das ist das, was ich hier weitergeben kann. Es gibt Menschen, selbst wenn dir nicht jeder glaubt, aber es gibt Menschen, die zu dir stehen. Die Kraft der Gemeinschaft. Okay, wir haben hier zwei Karten. Einmal haben wir Töchter des Poseidons. Höre das zarte, sanfte, berührende Lied deiner Seele. Die Töchter Poseidons öffnen ihr magisches Portal. Delfine tragen dich in andere Reiche, die vor dem menschlichen Verstand verborgen sind. Siehst du, hier ist was verborgen. Öffne dich für die Welt der schöpferischen Fantasie, Visionen und unbegrenzten Möglichkeiten. Gib deinem kreativen Geist Aufmerksamkeit, sei schöpferisch. Und wir haben hier einen lässigen Geistesblitz. Druckloses Erkennen von Eingebungen. Entspanne dich. Surfe durch den Ozean allen Seins. Lasse dich genüsslich mit einer wachen und offenen Geisteshaltung treiben. Ich sage ja, du bist nicht verrückt oder du bist nicht verwirrt. Traue deiner Intuition, traue deiner Wahrnehmung, auch wenn Menschen in deinem Umfeld dir was anderes vermitteln wollen. Okay? Oder dich in ein schlechtes Licht drücken wollen vor anderen Menschen. Beobachte die Erkenntnisse, die dir auf deiner freien, entspannten Reise in den Sinn kommen. Lieber Stier, das kann ich dir weitergeben für Juni. Ja, ich komme mir vor bei Inspektor Columbo oder sowas hier in dieser Legung. Ja, ich bin gespannt, wie es für euch weitergeht. Wenn ihr mögt, sehen wir uns gerne beim nächsten Orakel wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bye bye.